Haus. Ich wollte ihm gerade danken. Ja, meine Damen und Herren, dass ich das Buch nicht zur Kenntnis nehmen konnte, erleichtert mich irgendwo. Denn hätte ich das Vorwort von Kardinal Schönborn gekannt, hätte ich natürlich was ganz anderes sagen müssen. Aber zunächst einmal möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie doch so zahlreich und auch so prominent, Geistlichkeit ist auch aus Paderborn vertreten, Weihbischof, dass Sie hierher gekommen sind. Und ich denke, dass wir heute Abend mit Professor Splett einen Abend verbringen werden, der uns Anlass gibt, auch weiterhin über die hier zu behandelnde Fragen nachzudenken. Wir haben wieder einmal, und zwar im Rahmen eben der Josef Pieper Arbeitsstelle hier an der Theologischen Fakultät, Josef Pieper und C.S. Lewis gemeinsam zum Thema gemacht und dazu den Anlass des 50. Todestages genommen, andererseits aber auch die Neuauflage von Josef Piepers Buch Tod und Unsterblichkeit. Der Titel des Buches gibt unserer Tagung den Rahmen Tod und Unsterblichkeit, Erkundungen mit C.S. Lewis und Josef Pieper und einen ganz eigenen, ich denke auch kontrapunktischen Akzent legt heute Abend Professor Splett auf einen Komplementärbegriff, und zwar den der Sterblichkeit. Ich darf Sie noch einmal ganz herzlich begrüßen, dass Sie zum wiederholten Male auch hier in Paderborn sind. Wir freuen uns eben, dass Sie eben auch schon mehrfach durch Ihre Beiträge, auch eben halt durch den eigenen Aspekt, den Sie mit in die Diskussion hineinbringen, die Fragestellungen von Pieper und von Lewis her auch aufweiten und natürlich auch kritisch aufweiten. Es geht ja nicht darum, das ist nicht der Sinn des Unternehmens, also eine Art von Pieper und Lewis Exegese zu betreiben, sondern es soll tatsächlich philosophiert werden mit Bezug auf C.S. Lewis und Josef Pieper. Und ich muss Ihre Freude auf den Vortrag einen kleinen Augenblick hinausschieben, indem ich wie üblich, wahrscheinlich aber auch unnötigerweise, Ihnen Professor Splett vorstelle. Er wurde 1936 in Magdeburg geboren und hat nach Studien der Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik in Pullach, Köln und München dann bei Max Müller promoviert mit einer Arbeit über die Trinitätslehre Hegels und 1971 sich dann habilitiert mit einer Arbeit über den Begriff des Heiligen. Ich versuche es schnell zu finden. Die Rede vom Heiligen über ein religionsphilosophisches Grundwort. Im selben Jahr 1971 ist er dann berufen worden an die Philosophisch-Theologische Hochschule als Professor für Philosophie in St. Georgen und eben zugleich auch als Gastprofessor für Philosophie an die Hochschule für Philosophie in München. In St. Georgen sind Sie seit einigen Jahren emeritiert, aber soweit ich weiß, nehmen Sie bis heute einen Lehrauftrag wahr in München und möglicherweise auch in St. Georgen. Jedenfalls, Professor Splett ist nach wie vor, wie wir ja auch selber sehen, als Lehrer und als Forscher unterwegs und nicht zu vergessen, ich musste auch, es war für mich eine Überraschung, weil ich Sie immer für einen Theologen gehalten habe. Es ist übrigens Josef Pieper ähnlich gegangen. Professor Splett ist seit 1964 verheiratet und Vater zweier Söhne. Nun, die Bibliografie von Jörg Splett nach Ausweis der Internetseite der Hochschule in St. Georgen ist äußerst umfangreich. Deswegen kann ich einfach nur Zahlen nennen und zwei, drei Titel herausgreifen. Es sind allein 26 Bücher, von denen einige Titel doch den Schwerpunkt seiner Lehre und Forschung benennen. Ich fasse sie mal unter gemeinsamen Gesichtspunkten zusammen. Da steht auf der einen Seite, sind das die Bücher, die sich mit dem Menschen befassen, die Lehre Leben als Mitsein vom Trinitarisch-Menschlichen, der Mensch, Mann und Frau, der Mensch ist Person, das sind drei Buchtitel, aber
wenn Sie sich die weiteren Veröffentlichungen ansehen, dann merken Sie sehr schnell, dass hier der Mensch nicht abstrakt genommen ist, sondern in seiner Relation zu Gott. Ich werde dazu gleich noch zwei, drei Bemerkungen anschließen. Es gibt allein fast 800 Artikel und Beiträge, über 500 Rezensionen, was auch damit zusammenhängt. Viele werden es wissen, dass Professor Splett eben Redaktionsmitglied auch von Philosophie und Theologie gewesen ist. Und wie wir gerade gesehen haben, es sind allein bis heute 4 Festschriften erschienen. Die aktuelle ist gerade vorgestellt worden. Festschriften, die einen gemeinsamen Fokus haben. Man könnte sagen, wie es im Titel einer Festschrift formuliert wurde, der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Gott und Mensch. Theoanthropologie oder Anthropotheologie. Aber es ist dann nicht bloß eine reiche Ernte, sondern auch eine reiche Aussaat. Professor Splett hat gut 60 Magisterarbeiten betreut, eine ganze Reihe philosophischer Dissertationen und theologischer Dissertationen, eben damit sein Denken einer weiteren Generation erschlossen. Wenn man sein Denken charakterisieren will, und das hätte ich vielleicht besser tun können, wenn ich das Vorwort von Kardinal Schönborn gelesen hätte, jedenfalls scheint mir, dann muss man es doch so tun, dass man wie bei einer Ellipse 2 Brennpunkte sieht, Gott und Mensch. Nun, allerdings das Besondere ist, Jörg Splett betreibt Religionsphilosophie und philosophische Anthropologie nicht als Nebeneinander zweier klassischer Disziplinen der Philosophie, so wie das eben üblicherweise auch getan wurde, sondern in gegenseitiger Verschränkung. Gott und Mensch auf angemessene Weise denken, heißt für ihn die Beziehung denken von Gott und Mensch. Denn ohne den von beiden Seiten her eröffneten Bezug bleiben eine metaphysische Gotteslehre und eine philosophische Anthropologie nicht bloß abstrakt. Da fehlt nicht bloß etwas. Die Relation, die man in einem zweiten Schritt noch hinzufügen könnte, und das wäre dann das Proprium eines christlichen Menschenbildes. Nein, so ist es nicht. Gott und Mensch unter Absehung ihrer Beziehung zu denken, ist schon im Prinzip verfehlt. Alles wird von Grund auf falsch, wenn es bezogen sein, entweder bloß nachträglich in den Blick genommen oder einseitig nur von Menschen her oder von Gott her gedacht wird. Fragt man nun, was Gott und Mensch in ursprünglicher und das heißt in Wesen eigentümlicher Weise miteinander verbindet, dann lässt sich, so scheint mir, die Antwort von Jörg Splett in 2 Begriffen zusammenfassen. Freiheit und Liebe. Oder auch Liebe in Freiheit. Nun, Liebe und Freiheit gehören zusammen. Freie Liebe ist entweder eine Tautologie oder aber eine Fälschung, in der es weder Freiheit noch Liebe gibt. Es wäre unschwer, noch mehr zu Person und Werk zu sagen, beispielsweise, was Sie ja vermuten können, dass er in besonderer Weise mit dem Werk von C.S. Lewis und auch mit dem Werk von Joseph Pieper verbunden ist. Das zeigt sich in der Anregung eben von Dissertationen, Magisterarbeiten, aber es zeigt sich vor allem auch in der langjährigen Mitgliedschaft im Beirat der Joseph Pieper Stiftung. Also, was liegt näher, Professor Splett zu einer Tagung über C.S. Lewis und Joseph Pieper einzuladen. Im vorletzten Jahr war die Liebe das zentrale Thema unserer Tagung. Und jetzt wissen Sie, warum das Buch fehlt. Das ist nämlich inzwischen erschienen. Liebe und Glück, Annäherung mit C.S. Lewis und Joseph Pieper. Es gibt nur ein Exemplar, deswegen ist das nicht verkäuflich. Aber im Buchhandel gibt es noch reichlich Nachschub. Liebe und Tod, diese beiden elementaren Daseinsmächte haben seit jeher das Philosophieren inspiriert. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Tod, nicht als biologischem Phänomen, sondern als ein spezifisch dem Menschen angehendes Schicksal, wie wir schon gehört haben, angeregt durch die Neuerscheinung von Joseph Piepers Buch Tod und Unsterblichkeit. Und auch das darf ich jetzt hier hochhalten. Im Topos Verlag erscheinen seit 2 Jahren
jährlich zwei Bändchen der bei Kösen vergriffenen Schriften von Josef Pieper. Sehr, sehr preiswert. Natürlich in der Hoffnung, dass sie auch von jüngeren Leuten entdeckt werden. Bei Ihnen werden sich vermutlich genügend Exemplare im Bücherschrank finden, der Kösel-Ausgabe. Jörg Splett hat den Akzent, denke ich, ganz bewusst anders gesetzt, nämlich auf die Sterblichkeit des Menschen. Wie passt das zusammen? Sterblichkeit, Tod, Unsterblichkeit. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag, lieber Herr Splett. Herzlichen Dank für die Einladung und für die überaus menschliche Begrüßung, meine Damen und Herren, Sterblichkeit. Die Griechen haben den Menschen mit diesem Namen bezeichnet, den dann Martin Heidegger wieder aufgenommen hat, Protos, der Sterbliche. Damit unterschieden sie ihn von den unsterblichen Göttern. Später die Christen unterscheiden sie damit von den unsterblichen Engeln, sodass dann also eine Definition des Menschen lesen können, die heißt eben, dass der Mensch sei ein Animal rationale et mortale. Rationale unterscheidet uns von den Tieren, mortale von den Engeln. Und der Mensch steht dazwischen. Also einerseits, das ist der Form, sterblich sein, das heißt in einem Universum, in dem alles in Kreise schwingt und Anfang und Ende sich immer wieder finden, einen Anfang haben und ein Ende. Eine ganz und gar unnatürliche Gradlinienbewegung. So sagen schon die Leute in der Antike, das, was ich da zitiere, war jetzt Hannah Arendt. Also das ist das Besondere, diese Gradlinienbewegung von einem Anfang, Gebürtigkeit ist ja durch sie dann bekannt geworden, und auf der anderen Seite aber der Tod, es schließt sich nicht. Und der Tod ist, wird eher genannt, das ist ein großes Übel, viele sagen das größte Übel, wir werden sehen, ob das so stimmt, und man könnte sich fragen, was soll aus dem Menschen werden, wenn er nicht stirbt. Aber die Tradition sieht es tatsächlich so, ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe, steht im Alten Testament. Die Lebenden erkennen, dass sie sterben werden, die Toten aber erkennen überhaupt nichts mehr. Wenn das wirklich so wäre und die ganze Wahrheit wäre, dann ist schon die Frage, wie es dann überhaupt ein Martyrium oder dergleichen geben könnte. Sehen wir mal an, jedenfalls die Tradition und Pieper mit ihr spricht von der Unsterblichkeit und das ist der große Name natürlich Platon. Ich überspringe seine Argumente, die er vor allen Dingen in seiner Bärenstellenwein dargelegt, aber am ausführlichsten in Phaidon, dieser Schrift, die eben den Namen des jungen Mannes trägt, der den Bericht von seinem letzten Lebenstag gibt. Von den Argumenten, die er dort anführt, nenne ich nur eines, weil sich das auch mit dem Argument von Pieper am nächsten deckt, dass nämlich Platon sagt, ein Wesen, das ewige Wahrheiten denken und erkennen kann, ist damit nicht einfach bloß der Zeit verhaftet und verfallen und vergänglich, da immer Gleiches nur von Gleichem erkannt werden kann, steckt hier schon eine Ewigkeit drinnen und darum hat auch in der klassischen Anthropologie, so habe ich das noch studiert vor einer Reihe von Jahren, hieß das eben noch De Anima Humana. So wie Platon sagt, die Seele, das ist der Mensch, im ersten Alkibiades. De Anima Humana und die Seele ist natürlich also unsterblich. Das ist das, was erstmal da ist. Ich will zuerst mal dazu zwei Vormerkungen machen. Das eine, über ein Leben jenseits des Todes spricht man nur, wenn man vom Tod selbst konkret betroffen ist. So wie das eben hier Sokrates mit seinen Freunden tut, vor dem Trinken des Giftbechers, dass das hier hineingehört. Und zweitens ist es eben genau diese Spannung, dass man hier eben dem Tod begegnet, weil man nämlich dem Tod derer begegnet, die man liebt. Gegen dieses Wort von Epikur, sondern wir sind der Tod nicht, aber der Tod sind wir nicht, das ist eben einfach nicht wahr.
sondern man erfährt eben den Tod als den Tod derer, die wir lieben, dass das hineingehört. Platons Seelen- und Unsterblichkeitslehre, keine abstrakte Philosophie, sondern wesentlich die Erfahrung mit seinem Lehrer Sokrates, die Überzeugung, der Tod kann einfach nicht das Erlöschen und das völlige Ende dieses hinreißenden Menschen sein. Die Bedrohung durch den Tod dieses Lehrers war so überwältigend, dass Platon die nicht minder überzeugende Erfahrung von der Todüberlegenheit seines Meisters nur so ausdrücken konnte, dass er erklärte, wir hätten unseren Leib nur, statt er zu sein, der Tod betreffe nur ein Etwas an uns, aber nicht eigentlich und wirklich uns selbst. Das ist ja der Punkt, der dahinter steht und was man immer wieder Platon entgegengehalten hat und natürlich auch der platonisierenden christlichen und katholischen Tradition. Deshalb wird denn der Tod ernst genommen, der Körper verfällt und die Seele flattert raus und wer stirbt? Weder der Tod, weder die Seele, noch der Leib. Ich, der ich sterbe und die ich liebe, kommen gar nicht vor in der Definition. Dass Platon keine zwingenden Argumente vorlegen wollte, merkt man daran, das kommt im Phaidon selber vor, dass Simmias genötigt ist, noch Unglauben bei sich zu legen, so sagt er. Da sieht man, was hier eigentlich mit Beweis gemeint ist, er hält weitere Untersuchungen für nötig und Sokrates gibt genau das zu und sagt, meine Zeit ist jetzt rum, ihr müsst weiterarbeiten und sehen, was ihr dort findet. Und auf dem Beweis, den er habe, wird man wie auf einem Floß das Leben zu durchschwimmen suchen, falls man nicht sicherer und gefahrloser auf einem zuverlässigeren Fahrzeug, etwa einem göttlichen Wort, hindurchschiffen kann. Also der Verweis auf die Theologie. Ich darf nochmal gleich darauf hinweisen, wenn ich das Wort Theologie benutze, aber ich sage extra dazu, meine ich immer die philosophische Theologie. Ich rede als Philosoph. Das Wort Theologie ist durch Platon eingeführt worden, das ist eine philosophische Disziplin. Und das, was wir heute Theologie nennen, das hat Sacra Doctrina geheißen. Erst seit dem Hochmittelalter gibt es dann diesen Ausdruck, dass man eine Reihe von Fächern kirchlicher Art Theologie nennt. Dort ist es dann eine Offenbarungswissenschaft, während es hier um Philosophie geht. Zu der gehört aber das Reden von Gott. Natürlich tut das von Heidegger als Untertheologie abgewiesen, tut das die klassische Metaphysik. Spricht einerseits von den Strukturen des Seins, das nennt man Ontologie, und sie spricht andererseits von dem Prinzip von allem Entstehen und Werden, und das nennt Aristoteles Theologie, mit dem platonischen Ausdruck, der hier hineingehört. Noch weniger als das Floß bietet natürlich gerade die aristotelische Form eine Lösung, wo die Seele nicht ein Etwas ist, oder gar der Mensch über Platon, sondern ein wodurch etwas ist, ein Enskro, ein Prinzip. Nicht ein Sein des Das ist, sondern Sein des Wodurch etwas ist. Und dann taucht eben deswegen war das ja so ein Schock, als im 12., 13. Jahrhundert dann Aristoteles wieder entdeckt wurde, ein Schock für Juden, Muslime und Christen, weil eben Aristoteles ja zwei Dinge vertrat, einmal die Ungeschaffenheit der Welt und auf der anderen Seite die Sterblichkeit der Individuen ganz und gar. Der Geist durch eine Tür zu Atem zu uns hineingekommen, geht wieder in sich zurück, und der Mensch verschwindet wie die Tiere. Auf Platon greifen dann auch die Christen zurück und die Juden in der weiteren Diskussion. Die Griechen ihn ja mit dieser Teilung des Menschen in ein sterbliches, oder sagen wir besser, verendendes Teil und in einen sterblichen Teil, die natürlich aufeinander bezogen sind. Beim Juden wird der Mensch, in der Bibel wird der Mensch als ein Ganzer gedacht mit all seinen Bestimmungen und ist als Ganzer Bild Gottes. Von Anfang an aber weist die Theologie die Überheblichkeit einer natürlichen Unsterblichkeit der Seele ab. Das tun die Kirchenväter ausdrücklich. Ihre Unvergänglichkeit ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und nötig wird auch der Kampf von Anfang an gegen gnostische Leibabwertung mit zum Teil einem ultraphysizistischen Vorstellungen, die dort hineinkommen, wie auch zur Annahme eben dieses Zwischenzustandes zwischen Tod und
jüngstem Tag, wo man sich dann fragt, was macht man da zwischendurch, dann da ja diese geniale Idee, dass jedenfalls die Geretteten, die Seligen sich aus Licht und Luft einem Pseudoleiden machen und sich mit dem bewegen. Sie stellen sich auch nie mit Namen vor, sondern ich bin das Licht des oder so. Also es setzt sich an sich durch, dann diese hellenistische Vorstellung von der Vollendung des Menschen in der Seligkeit seiner Seele unmittelbar nach dem Tod, aber zugleich nochmal eben einerseits ausschauend auf die endgültige Zeit, aber die wird dann etwas übersehen. Also normalerweise sagt man schon bei den Heiligen und so, dass die im Himmel sind und dass es denen dort gut geht, auch wenn also in der Kirche zum Beispiel in München da dran steht, dass der Kardinal Faulhaber da die Auferstehung erwartet. Das glaube ich nicht, dass er das tut, denn das sind nur seine Knochen. Weniger also darauf meine ich, als auch die Selbstsicherheit des deutschen Idealismus, hat sich dann in der evangelischen Theologie des 20. Jahrhunderts die sogenannte Ganztod-These durchgesetzt. Das heißt, der Mensch erlischt gänzlich, weder ein göttliches noch ein geschöpfliches Etwas bleibt übrig, sondern nur das Tun und Verhalten des Schöpfers, um es mit Kabbalah zu sagen. Gott ist der einzig in Frage kommende Sinnträger des im Tod vernichteten Menschen-Daseins. Damit wird klar, dass hier es keine Unsterblichkeit für den Einzelnen gibt, sondern es läuft auf eine Neuschöpfung hinaus, wobei bei dieser Sicht ja kaum zu sehen ist, was das dann mit der Auferweckung zu tun hat. Ich gönne ja Splitt 2 alles, aber zunächst mal interessiert mich näher der Splitt 1. Und wenn der einfach weg ist, was soll ich mit dem Zweitgeschöpf dann werden? Also die Frage ist, wie kann man das vermitteln? Ich meine, man müsste unbedingt den Menschen, so wie es eben eingangs schon anklang, tatsächlich als Geschöpf verstehen. Und das meine ich jetzt nicht theologisch, im kirchentheologischen Sinn, sondern im philosophischen Sinn. Dass das allerdings erst über die christliche Erfahrung ins Bewusstsein gekommen ist, ist für mich kein durchschlagendes Argument. Denn wir reden auch von Menschen als Personen. Und Personen in diesem gefühlten Begriff haben wir auch nur aus den christologischen Streitigkeiten der ersten Jahrhunderte. Als die Kirche sie überlegt hat, wie denke ich, die Erfahrung mit diesem Mann aus Nazareth, der uns das Vaterunser beibringt und uns nicht mit uns betet. Was mache ich da eigentlich damit? Das ist herausgegangen aus diesem Denken in das allgemeine Denken. Und man kann damit argumentieren, solange man es nicht kann. Wir wissen inzwischen, dass inzwischen die Leute nicht mehr sagen, alle Menschen sind Personen und Personen sind nur die, die wissen, dass sie Personen sind. Das ist die weithin herrschende Meinung leider und das hängt dann schon ein bisschen mit zusammen. Also denken, von woher denke ich wirklich den Menschen und deswegen sage ich im nächsten Schritt etwas zum Geschaffensein. Dann das vorhin schon gehört von Frau Parkowitz in unserem kleineren Kreis, dass tatsächlich keiner von uns sich selber angefangen oder gewollt hat. Sich anfangen kann überhaupt niemand, auch Gott nicht. Und Gott ist eben der, der eben ohne Anfang ist. Es gibt nur zwei Dinge, die ohne Anfang und Ende sind. Das ist entweder Gott oder das Nichts. Sonst gibt es nichts. Wo das sein könnte. Also, dass ich da muss, wenn Freiheit überhaupt besteht und sich selber nicht angefangen hat, kann sie sich nur einem Geschehen, einer Macht verdanken, die es aus dem Nichts ihrer selbst und aller Vorgegebenheiten ins Dasein ruft. Dafür haben wir das Wort Schaffen, das das einführt. Traditionell hat man dabei immer auf den Kosmos geguckt. Seit Platon, der das als erster gemacht hat, sogenannte Gottesbeweise, der geht auf den Kosmos und fragt nach dem Sternenhimmel. Inzwischen ist die Welt so groß geworden, dass ich meine, es wäre günstig, das andersrum zu machen und nicht vom Kosmos auszugehen, sondern von uns selbst und zwar von der Mitte von uns. Im Inneren wohnt die Wahrheit des Menschen, interiore hominata veritas. Dass man von dort her ausgeht, Klammer auf, das ist sowohl biblisch wie koranisch ganz brauchbar. Im Koran heißt es in der 50. Sure, dass Gott uns näher ist als unsere Halsschlagader. Und im Kapitel 30 des 5. ist davon die Rede, dass wir nicht in den Himmel hinauffahren müssen, um das Wort Gottes zu suchen und auch nicht um das Meer uns zu holen, sondern dass es ganz nahe ist bei unserem Herzen und dass wir es halten können. Also es trifft sich mit der Bibel, aber es ist nicht aus der Bibel genommen.
sondern es ist genau diese Erfahrung, die hier hineingehört. Und der eigentlich jetzt schöne Zeuge dafür ist für mich Kardinal John Henry Newman, der zweimal, einmal in einem Brief und dann nochmal in seiner Rechtfertigung, Apologia Publica Sua, davon spricht, dass er sagt, wenn er in die Geschichte guckt oder in den Kosmos, dann kommt er sich vor, wie wenn er in den Spiegel guckt und sein Gesicht nicht sehe. Ich dachte, die Welt ist zwar Sichtbarkeit der Macht und der Weisheit Gottes, aber es ist auch die Sichtbarkeit seiner Güte. Dort läuft doch die Argumentation erst so, dass man sagt, aha, er ist der Grund der Welt, also ist er absolut, wenn er absolut ist, ist er auch absolut gut und hat man die Kurve. Aber die Frage ist, ob das so geht. Oder ob ich nicht eher andersherum ansetze und sage, die Mitte unseres Bewusstseins ist unser praktisches Bewusstsein, das Zentrum unseres Wissens ist unser Gewissen. Und im Gewissen trifft uns der unbedingte und völlig einleuchtende Imperativ, sagt Kant, sei gut, gib der Wahrheit die Ehre, mache dir ein Gewissen daraus, ein Gewissen zu haben. Das muss man nicht weiter bedenken, die Hauptsache man hält sich dran. Aber wenn man ein Philosoph ist, darf man doch wohl nachdenken, wie ist das möglich, dass ein bedingt begrenzter Mensch unbedingt gefordert wird. Und wo kann denn eine unbedingte Forderung herkommen? Kein Gesetz, keine Zustände, keine Fakten sagen ein Du sollst. Kein Wertehimmel lässt ein Du sollst ergehen, so bestenfalls ein Schön wär's. So wie es im Psalm heißt. Wie traurig ist, wenn Brüder traut beisammen wohnen, wie Salböl, das da niederträuft in Aarons Bart. Das gefiel ihm so mit der Soße. Also, dass man das auch dazu nimmt, aber das ist ein Optativ und kein Imperativ. Ein Imperativ kann nur, wie es er nur an Freiheit ergehen kann, auch nur von Freiheit ergehen. Und gibt dem Adressaten Teil an der Unbedingtheit seiner selbst. Dass ich aufgefordert werde, der Wahrheit die Ehre zu geben und Personen zu respektieren, immer bloß zum Mittel zu machen, lässt mich teilnehmen in der Unbedingtheit des geforderten Gehorsams, an der Unbedingtheit dieser Forderung. Das heißt, das gibt mir die Würde. Religiös könnte man abgekürzt sagen, zu dem Gott du sagt, der ist eine Würdeperson. Kantisch muss man sagen, der Adressat des kategorischen Imperativs ist unbedingt gemeint und gewollt. Und darum sagt Levinas, im Moment, wo ich erfahre, ich soll der Wahrheit die Ehre geben, ich soll der Not des anderen beispringen, müsste man sprechen von einer Creatio ex nihilo. Bedenken uns die Freiheit oder so, die wäre erstmal da und man unternimmt was und tut was und liebe ich daher und auf einmal trifft einen aus heiterem Himmel ein Befehl. Von wem? Es gibt überhaupt keine Freiheit, ohne dass sie erwacht aus einem du sollst. Du ist natürlich das Soll nicht das Tiefste und das Tiefste ist, dass wir sollen dürfen. Das war zum Beispiel besonders dann deutlich, wenn wir immer noch sollen dürfen, nachdem wir nicht getan haben, was wir sollen. Das wäre ein Punkt, den man jetzt unter die Konfession streiten könnte. Manche sagen, die Reformation sagt, dass dieses Sollen das Gegenteil vom Evangelium ist. Ich behaupte, dass ich sollen darf, ist schon die Mitte des Evangeliums. Es ist eine Gnade, dass Gott nicht verzichtet, mir jeden Morgen wieder zu sagen, sei anständig. Warum mache ich diesen, ist es ein Umweg? Warum spreche ich das so an? Man sagt Freiheit und selbst ist genau dieser Punkt des Getroffenseins, des Angesprochenseins, des Zielseins und nicht Mittelseins zu irgendetwas. Das ist genau der Punkt, der hier hingehört, das Gerufensein. Das konnte man auch bei anderen Autoren, aber ich glaube, bei niemandem so schön deutlich und klar lernen wie bei Guattini, dass das Wort Schaffen ein analoger Begriff ist. Leider sagt auch unser Credo, machen, genitum non factum. Freiheit kann doch nicht gemacht werden, Freiheit kann nur gerufen werden. Außer nichts. Und genau das sagt Guattini. Die Dinge werden durch Befehl, Personen, will Gott nicht so schaffen, sondern indem er ein Wesen rufen, ihm Würde gibt durch diesen Ruf, weil er gerufen wird zur Antwort. Das ist die Grundkategorie, die in Leute hineingehört. Person sein heißt angerufen sein. Ich zitiere, das unpersönliche, lebendiges
Privilegloses schafft Gott einfach hin, als unmittelbares Objekt seines Wollens. Die Person kann und will er nicht so schaffen, weil es sinnlos wäre. Er schafft sie durch einen Akt, der ihre Würde vorwegnimmt und ihm damit begründet, nämlich durch Anruf. Das ist, meine ich, die Mitte des Menschlichen. Kant redet davon Autonomie, als würden wir selber uns Gesetze geben, aber das kann man bei Hannah Arendt lernen, sich selber ein Befehl geben, sich selber ein Versprechen geben, das sind die Gebärden vom Spiel. Die Vernunft heißt Vernunft, weil sie vernimmt. Wo soll die Vernunft zu mir sagen, du sollst? Die Vernunft sagt, es wäre vernünftig. Vernunft sagt nicht, du sollst. Vernunft vernimmt ein, du sollst. Und dieses du sollst, das behaupte ich, sei niemals hinter sich zu bringen. Fragt man also nicht, warum man dem Imperativ folgen solle, das leuchtet aus sich selber ein, sondern zu fragen ist, wo kommt das hier her in dieser seiner schlechthümigen Unbedingtheit? Und es ist keine reine Passivität, wie überhaupt Freiheit keine Passivität ist, sondern dass wir hier unbedingt die Form brauchen, die uns die Christen, die Griechen anbieten, nämlich das Medium. Im Deutschen müssen wir es mit Lassen ausdrücken. Ich lasse mich überreden, ich lasse mich überzeugen, ich lasse mich ergreifen. Ich behaupte, dass das die Spitze der Freiheit in allen unseren Vollzügen ist. Sexuell, erotisch, ästhetisch, religiös, was sie aufzählen, überall haben sie diese Form, nicht ich mache und nicht ich erleide bloß, sondern ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich erfassen, ich lasse mich überzeugen, dass dieser Begriff hier gehört. In allen Formen, wo es um die Freiheit im Ernst geht, Levinas spricht von Besessenwerden und Besessenheit, von einer Passivität stärker als alle Passivität. Ich finde das nicht glücklich, sondern mein hier wäre genau dieses zu sagen, dass ich hier mir gesagt sein lasse, dass ich antworte, und ich kann ja antworten, auch mit einem Nein, nur weiß ich, dass ich mich dadurch zerstöre. Das heißt, das so, der Gehorchende findet diesseits des Unterworfenwerdens seine Integrität wieder. Die unableitbare und dennoch nie in voller Freiheit angenommene Verantwortung ist gut. Was heißt hier in voller Freiheit? Nicht in voller Freiheit, weil ich überhaupt nie keinen Moment eine Situation habe, wo ich da einfach rumstehe und wählen kann zwischen Ja oder Nein. Das klingt bei Gut und Böse so, weil dann sieht es aus, als gäbe es eine Mitte. Aber wenn Sie von Hengstenberg übernehmen, diese Begriffe, die er entwickelt hat in seinen Überlegungen über die Vorentscheidung, da spricht er von einer Vorentscheidung zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Es gibt hier keine Neutralität. Entweder Sie haben sich unsachlicherweise optieren Sie für Unsachlichkeit oder Sie optieren sachlicherweise für Sachlichkeit. Es gibt kein Drittes. Und einen Moment zögern heißt schon unsachlich sein. Die Freiheit ist niemals da außer aus und unter diesem Anruf. Bekannt heißt das, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Dass diese Position ja einfach steht und steht. Immer schon unvordenklich, anarchisch, sagt Levinas, ohne Anfang, immer schon geschehen, dieses gerufen sein. Anders ist es nicht zu haben. Das nennt er passiver als alle Passivität. Ich nenne es, das ist gerade die Spitze von Schöpfung. Diese Ermunterung dazu zur Medialität. Gott fragt. Biblisch tut er das ja auch anders als im Koran. In der Tat, wenn man also die klassischen Beweise wie die Unsterblichkeit der Seele, von der Unzerstörbarkeit und all das nehmen, meine ich, entdecken wir als die Grunderfahrung von Freiheit dieses Selbstsein sollen in der Antwort auf die Frage, auf den Befehl, sei gut, sei menschlich. Das behaupte ich, ist die Basis, die ihnen gehört. So, und jetzt leben wir so, wie wir leben, dass nämlich unser Leben auf den Tod zugeht. Behaupten die Leute, das sei das Schönste, was es gäbe. Und man kann beim Mozart sogar lesen, wir werden geboren, um zu sterben. Das sei der Ziel des Sterbens. Des Lebens. Das bestreite ich. Wir werden geboren, um zu leben, nicht um zu sterben. Aber
Unser Leben geht auf eine Situation zu, in der ein Ende hineingehört. Und das wird nun normalerweise beschrieben als die Einsamkeit des Todes, als Erfahrung der Untreue. Das Leben verspricht einem alles und die Lebensmittel helfen nicht mehr und nichts hilft. Altern heißt, dass die Welt zusammenschrumpft und schließlich ist sie dann nur noch also der Platz neben dem Bett und der Medizin drin, bis das Ganze also dann wegstrudelt. Dieser punktlosen Lebens, in dem der Mensch verschwindet ins Dunkel des Todes hinein. Das ist eine und ernste Erfahrung und die soll man ernst nehmen. Christen wissen auch von dem Anführer ihres Glaubens, diesen Ruf, warum hast du mich verlassen? So wie man sagt, wer sich verlässt, der wird verlassen. Trotzdem behauptet der mehr, als er weiß, der dieses Antlitz des Todes für die ganze Wirklichkeit nimmt. Denn wenigstens dann hätte er ja begriffen, was seine Macht gerade darin zeigt, dass er sich alle Begreifen entzieht. Ich behaupte, das ist schon ein Ausweichen von dem Tod, ist zu erklären, mit ihm sei alles aus. Der Tod kann etwas, sondern das Ende von allem. Ist das so? Jean Améry hat gesagt, er sei die Negation der Negation der Negation. Aber was bedeutet dieses Ende? Ist das Ende jeglichen Etwas ausgemachterweise das Nichts oder nicht vielleicht auch der Aufgang einer Wirklichkeit über dieses Etwas hinaus? Dann hätte man die Einsamkeit des Todes nicht als Verlassensein zu lesen, sondern als Erscheinung des Ernstes reinen Bezugs. Das möchte ich Ihnen zur Diskussion stellen. Als Aufruf dazu, selber alles und alle zu verlassen. Nicht in Abkehr, sondern in Zuwendung. Das heißt, die anderen in dem Sinn zu lassen, dass man ihnen Raum und Leben lässt, dass man sie sein lässt. Denn wo wären wir, wenn alle Ahnen uns auf dem Kopf herumtrampeln? So gesehen trifft im Anspruch der Liebe wie in der Drohung des Todes der Mensch auf seine eigene Zukunft. Er erkennt, dass er sich selber nie auch nicht ins Sterben entkäme. Dass er also Stellung nehmen, sich entscheiden muss, um in solcher Entscheidung sich seinen endgültigen Namen zu geben. Und darin, meine ich, zeigt die sogenannte Unsterblichkeitsfrage sich als dialogische Thematik. Und das in einer doppelten Dialogik, nicht bloß dual, sondern trilogisch. Die erste Dimension ist die Zwischenmenschlichkeit. So wie beim Blick in Menschenaugen man den anderen sieht, seine Seele, von der es heißt, sie sei unsichtbar, also ihn selbst, so wie bezüglich Haltung und Gäste, man ja nicht in natürliche Prozesse und mythologisches hineingeheim ist, sondern man sieht mehr. So begegnet, behaupte ich, im Blick, in dem der andere mich trifft, seine und meine Zukunft. Dieses Ja oder Nein auf die Anfrage dieses Blicks hat nicht nur für heute, morgen oder übermorgen Konsequenzen, sondern zieht auf Endgültigkeit ab. Das ist eben anders, ob ich einer Kuh ins Auge gucke oder einem Menschen. Damit ist bereits die zweite Dimension im Spiel, die des unbedingten Anspruchs zur Wahrheit und zum Guten. Person ist bei ihrer vielfältigen Bedingtheit unbedingt insofern, als sie unbedingt gemeint ist. Nur so, nicht anders, lässt sich, wenn überhaupt, ein möglicher Anspruch endlicher Person auf unbedingte Achtung legitimieren. Anerkennung des anderen als Zweck, als Selbstzweck. Die sich ja nicht auf irgendwelche stets bedingten Qualitäten gründen kann, sondern es geht genau um die Anerkennung des unbedingten Gemeinseins. Und da hinein gehört dieser berühmte Theatersatz von Gabriel Marcel aus seinem Theaterstück Le Mort de Demain, also der Tote von morgen. Ein Wesen lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Das ist überhaupt nicht poetisch gemeint, es handelt sich um ein Urlauber im Ersten Weltkrieg, der wieder an die Front gehen wird und es ist klar, wird er fallen. In dem ganzen Stück geht es darum, dass seine Frau sich ihm verweigert, weil sie sagt, ich kann nicht nochmal anfangen, mich von ihm verabschieden. Ich habe das schon hinter mich gebracht, ich kann das nicht nochmal. Es geht nicht. Und dann sagt ihr Bruder, das geht nicht. Wenn Menschen lieben, heißt sagen, du wirst nicht sterben. Er ist nicht der Tote von morgen. Oder ist es eben so, dass er eben anders ist? Also es geht nicht um Poesie. 5 oder 6 Mal habe ich in Gabriel Marcels Werk die Berufung auf diese These gelesen und immer wieder steht dabei, das ist für mich keine Theaterreplik.
und er meint das ganz wörtlich, wie liebe ich ein Wesen, von dem ich sage, in 50 Jahren gibt es Spuren von ihm, Erinnerungen, aber nicht diesen Menschen, dieses Wesen selbst. Das wird anders bejaht als ein Haustier oder etwas. In die gegenläufige Richtung dieses Zusammenhangs erinnert Roger Trois-Fontaine dran mit einem Dostojewski-Zitat, wo der Starre Sozima zu einer Ratsuchenden sagt, beweisen lässt sich hier nichts wohl, aber kann man sich überzeugen. Eine Dame mit Schwierigkeiten sagt er das. Wie wodurch? Durch die Erfahrung tätiger Liebe. Bemühen sie sich, ihre Nächsten tätig und unermüdlich zu lieben. Im Maße, wie sie in der Liebe fortschreiten, werden sie sich auch vom Dasein Gottes und von der Unsterblichkeit ihrer Seele überzeugen. War das Wort von Marcel nicht poetisch gemeint, so ist dieses Wort von Dostojewski nicht erbaulich gemeint. Es geht vielmehr einfach darum zu sehen, was sich zeigt und das auf eine Weise, die sich dem Zeigenden anmisst. So wie man die Wahrheit nicht dadurch suchen kann, dass man im Sessel sitzt und sagt, ich gebe ja gerne Audienz, wo bleibt die Dame? Sondern der muss man sich nähern in Unterwürfigkeit und Demut. So ist eben auch hier eine Grundhaltung nötig, um überhaupt sehen zu können, was sich dort zeigt, also in Absage an ein bestimmtes ideologisches Wissenschaftsdenken oder Reden, das vorweg zu dekretieren hätte, was einzig fragwürdig ist. Adorno hat das gesagt, es gab eine Zeit, wo als der eigentliche Bereich der Philosophie das galt, was seit deren Verwandlung in Methode der intellektuellen Nichtachtung, der sententiösen Willkür und am Ende der Vergessenheit verfiel, nämlich die Lehre vom richtigen Leben. Schiller sagt, es geht um einen Glauben. Ich würde das übernehmen, nur würde ich das Wort pur streichen, was er dazu tut. Er wendet sich gegen die metaphysischen Beweise und sagt, das Ganze ist nur purer Glauben. Und erinnert daran, dass Fichte eben ja gespottet hat und gesagt hat, es gibt also Leute, die meinen, Beweis gegen ein Leben nach dem Tod ist, dass man begraben wird. Und es gibt Gläubige, die meinen, der Beweis für ein Leben nach dem Tod ist, dass man begraben wird. Und sagt, keins von beiden trifft es natürlich. Sondern jeder Augenblick, in dem wir wirklich leben. Wo dann eine andere Dimension hineinkommt. Glaube aber schon nämlich im Sinn von Gesamtdeutung vorliegender Fakten, in die immer eigene Entscheidung mit eingeht. Ich bin wieder beim Medium. Erkennen heißt nicht, dass wir ein Blatt Papier sind oder fällt etwas drauf, sondern erkennen heißt begegnen. Und im Begegnen verändern sich immer beide. Das Bild, was die mittelalterlichen Erkenntnistheoretiker und Metaphysiker dafür nennen, ist der Geschlechtsverkehr. Und die Erkenntnis ist das Kind von Subjekt und Objekt, das dabei herauskommt. Und was in einer monologischen Tatsachenperspektive dann nicht wissen heißt oder noch nicht wissen, stellt sich in der Dimension von Freiheit als gemäße und prinzipiell unüberholbare Weise von Erkenntnis und Wissen dar. Man weiß, vom Wohlwollen und der Zuneigung eines anderen nur so und nicht anders, dass man seine Worte und sein Verhalten als Versichtbarung von Wohlwollen liest. Ich weiß es nur so, nur glaubend weiß ich gegenüber dieser ärgerlichen Rede, dass Glaube nicht Wissen heiße. Wer hätte zu bestimmen, dass hier Wissen nur in Anführungszeichen zu führen ist? Warum sollten wir eine Definition von Wahrheit akzeptieren, der zufolge man beim personalen Wissen nur von Wahrscheinlichkeiten reden kann? Mit welchem Recht erklärt man das Reden von Freundschafts-, Liebesbeweisen, auch von Gottes- und Unsterblichkeitsbeweisen für uneigentlich, um das Wort der Mathematik und den exakten Wissenschaften zu reservieren? Muss man ja nicht tun. Demonstrare heißt eigentlich nur hinzeigen. Philosophische Anthropologie, meine ich, darf sich nicht sprachlos machen lassen. Und so besteht sie auch in diesem hermeneutischen Konflikt darauf, dass hier nicht etwa Fakten gegen Mythos, sondern Faktendeutungen gegeneinander stehen. Nicht Wissen und Glauben, sondern zwei Formen von Glauben. Wissenschaftsglaube und der personaler Glaube. Was monologisch Sicherheit heißt, wird in einem dialogischen Denkansatz Gewissheit. Zeitüberhobene Ewigkeit, nicht unzeitlich. Zeitüberhobene Ewigkeit zeigt sich als Zukunft einer das gewordene wahrenden Treue. Bewiesen sein heißt ja überzeugend bezeugt sein. Das ist ein Begriff, der ganz wesentlich ist und dorthin gehört,
Das waren hier Gedanke von Grimms immer gewesen, dass die ganze Wahrheit im Unterschied zu Einzelsachverhalten nicht bewiesen wird, sondern bezeugt. Oder besser, schreibt er, sie wird durch Bezeugung bewiesen. Der Tod des Sokrates liegt nicht außerhalb der Philosophie. Es gehört unmittelbar mit hinein. Tatsächlich, wenn Philosophie auch keinen exakten Beweis vorlegen kann, nicht aus Schwäche, sondern aus der Natur der Sache heraus, so kann und muss sie doch exakt die Alternative benennen, Hoffnung oder Absurdität und Verzweiflung. Und die ernsthaften Leugner der Unsterblichkeit stimmen dem ja auch zu. Sartre im vordersten Sinne. So wie ich in der Leib-Seele-Frage einer doppelten Position die doppelte Negation vorzöge, ich habe meinen Leib nicht bloß, ich bin nicht einfach mein Leib, im Dienst des Positivums, ich bin leiblich, so erscheint mir auch jetzt die doppelte Negation am besten zu passen, ich bin nicht unsterblich, denn ich sterbe, ich verende nicht bloß, denn ich sterbe. In Abhebung vom Tier hat die Tradition also von Unsterblichkeit gesprochen. Und um deren platonistische Missdeutung zu vermeiden, möchte ich Ihnen den Vorschlag machen, hier von Sterblichkeit zu sprechen. Gemeint ist natürlich dasselbe. Meine Verewigung geht durch mein Sterben. Wie umgekehrt ich nur darum zu sterben vermag, will sagen, wie der Epikur-Sophisma dem Tod begegnen, dem Tod in seinem ganzen Ernst, weil und insofern ich nicht bloß Vergänglichkeit bin. Sterblichkeit, jemanden lieben, heißt dann zu ihm sagen, und das möchte ich auch anders formulieren als Gabriel Marcel, du und ich, wir werden sterben und wir verbergen einander das nicht. Gerade dieses Wissen aber bewahrt die Menschlichkeit unseres Miteinander. Es gibt dem Leben den Ernst und die Köstlichkeit des Einmaligen und es gibt ihm zugleich den Zauber und die Sinntiefe von Verheißung. Anders gesagt. Der Tod ist weder bloß Durchgang von einem Vorspiel zur endlosen Fortsetzung dieses Daseins, noch bloß das Ende von allem. Sondern was wir in ihm fürchten und erhoffen, ist die Endgültigkeit dieses unseres Lebens, unser Selbst und unseres darin erworbenen Namens. Wir leugnen nicht, dass der gewusste Tod uns ängstet und der Angst entspringt im Willen zur Selbstabsicherung die Schuld. Das für mich kommt nicht aus der Schuld, sondern die Schuld aus der Todesangst. Wir alle töten, was wir lieben, auch dieser Satz aus Oscar Wilde in seiner berühmten Ballade aus dem Zuchthaus von Reading gehört zu meinem Thema. Wir alle töten, was wir lieben und das gehört auch noch zur Demütigkeit unseres Dienstes, den anderen schon hier den Tod kosten zu lassen. Irgendwo muss es ja mitkriegen vorher, nicht? Und das geschieht dann durch uns. Aber gehört nicht genauso hinzu, dass ein Mensch dem anderen sein Leben zu gönnen vermag, dessen Leben und überdies vom eigenen das, was der andere braucht, mitunter sogar das Ganze? Das ist doch der Vorrang der Menschen vor den Göttern. Daran sind die griechischen Götter gestorben. Schicksal muss wieder schlafen, das Säugling. Wir können für jemanden sterben und klammern unsere Gott auf. Gewiss übersteigt philosophische Reflexion sich hier auf die Entscheidung, die sie nicht setzt, sondern eben nur reflektiert. Aber sie zu reflektieren, ist Amt der Philosophie. Im Wissen um seinen Tod geht es dem Menschen um sich. Dies aber eigentlich nicht seinetwegen, sondern um dessen Willen, worum es ihm letztlich geht. Nennen wir es seinen Sinn. Aus einem Sinn kann man ja nur leben, wenn man für ihn lebt. Wofür sie nicht leben, daraus können sie auch nicht leben. Das sagt ihnen dann. Der Sinn, auf den Freiheit aus ist, ist die Gültigkeit ihrer Bestimmung. Im Doppelsinn dieses Wortes, das ja Fichte so in seiner Schrift, die Bestimmung des Menschen. Und so wird erst von einem personalen Verstehen des Todes her offenbar, wenn er im Horizont dieses Schöpfungsglaubens und vom Ruf ins Dasein her gesehen wird. Hier zeigt er die Unselbstverständlichkeit alles dessen, dem wir begegnen, also das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Konkret genommen ist Existenz eben nicht wertfrei, wie die moderne Wissenschaft behauptet. Dasein ist gut, unabhängig davon, wie lange es dauert. Und wenn Dinge vergehen, ist und bleibt es gut, dass sie gewesen sind. Aber Wissen darum tun hier natürlich nur die Sterblichen. Das heißt nämlich Sterblichkeit vom Todwissen.
Das Wissen aber ist nicht bloß auf das ausstehende Ende bezogen, es gilt dem Leben selbst. In unterschiedlicher Klarheit ist ihnen bewusst, den Menschen, glaube ich, den Sterblichen, dass es kein Leben ohne Tod gibt. Seit je fasziniert die Menschen die Metamorphose der Kaulquappen zum Frosch und vor allem der Raupe zum Falter natürlich. In der Kammer zeigt es besonders am Einzelzelltod, der Apoptose, und gerade hier nochmal beim Embryonenwachstum. Wenn Sie so Bilder sehen von den Kindern im Mutterleib, die erstmal so diese provisorische Hand erstmal nur haben. Und dann denkt man, ah, da wachsen hinterher die Finger raus. Nein, da wachsen nicht die Finger raus, sondern diese ganze Ding, dann sterben dazwischen ab die Zwischenhäute. Also das Wachstum selber ist unmittelbar mit dem Zelltod verbunden. In so einer anderen Form. Es ist nicht so, dass der Tod bloß am Ende steht, sondern ständig sterben da Zellbereiche ab und wenn sie es nicht tun, ist eben etwas schiefgelaufen in der Schwangerschaft. Leben wird nur im Vergehen gelebt. Es anhalten wollen hieße, es ab- oder zumindest unterbrechen, wie bei Dornröschen. Da steht man in 100 Jahren und wacht auf die Ohrfeige. Und so gehört zu rechtem Leben Abschiedlichkeit. Menschen wie Kerzen stehen vor der Alternative, entweder verbrennen oder verstauen. Gibt kein drittes. Nicht hinterher. Zum Leben gehört es. Und natürlich auch im Paradies. Denn man bleibt nicht ewig im Paradies, weil man in den Himmel will. Und Himmel ist nicht Fortsetzung des Paradieses. Paradies ist nämlich der Ort der Entscheidung. Himmel ist der Ort, wo man, wenn man sich endgültig entschieden hat, wenn man sich angenommen hat in seiner Endlichkeit und Gott gönnt, dass er Gott ist und sich darüber freut. Da kann man in den Himmel kommen und den nennt Dante nochmal Paradies, so wie Jesus auch sagt, heute wirst du noch irgendwie im Paradies sein, aber man darf nicht denken, das wäre dasselbe wie vorher und da kämen wir ein drittes oder viertes, sondern das heißt eben Endgültigkeit. Nicht Endgültigkeit, wie das Nevermore, das Raven von Poe, sondern eben Endgültigkeit. Einmal ist mitnichten keinmal, sondern eben unwiderruflich. Und es ist doch nicht wahr, dass der Tod alles gleich macht. Oder wäre etwa die Stille nach dem Ablauf eines Videoclips oder nach dem Abschalten des nachbarlichen Rasenmähers wirklich dasselbe wie die Stille nach dem letzten Ton von Bartoks Klavierkonzert Nummer 3? Es ist doch nicht wahr, dass der Tod gleich macht. Aber es bedarf gar nicht solcher Kontraste, meine ich, sondern achten wir nur auf die unscheinbare Hintergrundmusik des Alltagslebens überhaupt, wo das hineingehört. Wir nehmen es in der Regel ja nicht wahr. Nicht? Darum geht es Thornton Wilder in seinem schönen Stück Our Town. Das Mensch mal einmal einen Tag erlebt in seinem Leben, das er vorher nicht wahrgenommen hat. Nochmal einmal ist überhaupt nicht keinmal, sondern unwiderruflich. Wer aber befindet über diese Gültigkeit? Gültigerweise doch allein die Instanz, von der sein und unbedingtes Gemeinsein überhaupt ergehen. Das Personale, wovon her jenes du sollst, das sich tiefer als ein Dürfen enthüllt hat. Und solche Gültigkeit meint dann die nicht ganz glückliche und leicht missdeutbare Rede der Bibel vom himmlischen Lohn. Also An- und Aufnahme, Bestätigung und Anerkennung. Sie knüpft an etwas an, was schon im ersten Mosebuch als Hinweis auf dieses Richtmaß wahren Wertes erscheint, nämlich vor dem Angesicht des Herrn. Das ist also, der Nimrod war ein großer Jäger vor dem Herrn. Also er war nicht einfach als einäugiger König unter Blinden, sondern er war wirklich groß. Und das wirkliche Groß gibt es natürlich nur vor dem Herrn. Erst die Ewigkeit rechtfertigt endgültig die Zeit. Erst das Leben nach dem Tod, das Leben vor ihm. Und darum bedeutet dem Tod meditieren das Gegenteil resignieren und sich gewöhnen an ihn. Das darf man auf keinen Fall, und hier stimme ich Canetti zu. Die größte Anstrengung des Lebens ist, sich nicht an den Tod zu gewöhnen. Gewöhnen müssen sich die Hoffnungslosen, wenn sie überhaupt hier leben wollen. Ebenso wenig besagt es, sich über die Angst vor ihm zu erheben. Gegenüber solchen Programmen, meine ich, dürfen Christen auf den Urheber und Verwender ihres Glaubens wir schauen in das Ringen um das Jahr, Blutschweiß aus dem Poren treibt. Ist
Tod doch wirklich ein Ende, nicht bloß ein Durchgang. Ende freilich und nicht Ziel. Ende darum zu Endgültigkeit. Sein Ernst ist der Ernst radikaler Verwandlung. Es geht um mehr als schlichte Fortdauer durch eine Unterbrechung hindurch. Verheißen und erwartet wird vielmehr, das ist das Wort, was die Bibel dafür gefunden hat, Verklärung. Endgültigkeit. Also nochmal nicht der Schlussstrich unter das Gelebte, sondern der Haken an die Summe. Das ist das Dialogische, was hier auftaucht und hingehört. Also ein Ende ohne Ende als Endgültigkeit. Das ist das, worum es hier geht. Es bleibt uns immer die Alternative, hat Spemann geschrieben, auf Verstehen zu verzichten. Also darauf zu verzichten, das, als was wir uns selbst erfahren, in Einklang zu bringen mit dem, was die Wissenschaft über uns sagt. Es bleibt immer die Möglichkeit der intellektuellen Resignation. Und dann zitiere ich ihn verbessernd, weil er das nur so aus dem Gedächtnis zitiert hat, Gottfried Benn: Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt. Weiß es auch heute nicht und muss nun gehen. Ja, statt Zeiten hätte er sich gefragt und andere Leute gefragt und ich gesagt, das lasse ich einfach liegen. Spemann verweist darauf, wie wir über die Wirklichkeit von Zeitlichem sprechen. Das ist ja dann so hier sein berüchtigter Gottesbeweis, dass er dann an das zweite Futur erinnert, dass er sagt, wenn wir heute hier miteinander jetzt über den Tod reden, dann wird es auch in 100 Millionen Jahren so sein, dass wir hier geredet haben und dafür müsste es eine Person geben, die das ein Bewusstsein, damit das überhaupt geht. Ob das jetzt so gelingt oder nicht, muss ich jetzt nicht untersuchen. Entscheidend ist, dass das Aufgehobensein für die Dinge ein anderes sein muss als für ein Selbst. Das Selbst, unser Selbst, ist gekennzeichnet, das hat uns Ricoeur so schön gezeigt, durch diese Selbigkeit, durch Selbigkeit und Selbstheit. Idem und Ipse. Wir sind derselbe und ein Selbst. Das ist der Punkt, der hier aufzunehmen ist. Und Ricoeur weist darauf hin, dass die moderne Literatur eine Entblößung der Selbstheit durch den Verlust der sie unterstützenden Selbigkeit anspricht. Die Helden haben keine Stärke mehr. Der Charakter wäre also dieses Durchtragens der Selbigkeit. Und das ist nicht mehr greifbar, auch im Martyrium nicht mehr. Nicht der Erste, den das traf, war Mincetti. Oder die Glorie des Martyriums entfallen ist. Zu dieser Identität gehört wesentlich ihr Bezug. Gestalt sagt Kontur, Kontur sagt Grenze und Grenze ist stets gemeinsam. Dieses Bezogensein ist der Begriff von Leib und Leiblichkeit und in diesem Sinn lässt sich menschliche Person überhaupt nicht leiblos denken. Ich mache aber einen scharfen Unterschied zwischen Körper und Leib. Wenn ich meinen Platon aus dem Regal ziehe, dann ist das nicht der Körper von Platon, aber sein Leib. Leib heißt nämlich Dasein für jemanden. Und wenn Sie mit einem Freund aus Übersee telefonieren, dann ist das nicht sein Körper, den Sie haben in der Stimme, sonst ist seine Leiblichkeit sein Dasein. Das ist das, was gemeint ist. Also Leiblichkeit heißt das Sein für den anderen, etwas poetisch durch das Gesicht der Seele oder des Selbst für andere hin. Es gibt überhaupt keine personale Existenz ohne Personalbezug, das heißt ohne irgendeine Form von Leiblichkeit. Rahner das ja auch für die Engel irgendwie sich so versucht zurechtzulegen, weil nochmal der Bezug dazugehört. Wir denken so, wir wären erstmal so eine Insel und hätten nebenher noch so Tentakel der Beziehung. Nein, wir sind ganz wesentlich Beziehung und der Ernst unseres Personenseins ist gerade der Ernst unseres Bezugs. Sollte es also eine wirkliche Hoffnung wieder den Anschein der Verhältnislosigkeit des Todes geben, dann muss solche Hoffnung auf Unsterblichkeit als Mitsein zugleich unabdingbar Hoffnung auf irgendeine Form von Leiblichkeit sein. Wie die aussieht, spielt keine Rolle, aber wir müssen ja miteinander, also es muss ein Miteinander sein, gibt nicht Körperlichkeit, sondern Leiblichkeit und dann brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, wie wir uns da den Zwischenzustand vorzustellen hätten oder man mag sich vorstellen, was man will, wenn man weiß, dass es Vorstellungen sind, dass das aber unbedingt dazugehört. Ob man sich jetzt streiten will, wie in dem Streit zwischen Grieshake und Ratzinger, ob das gleich nach dem Tod passiert oder eben erst am Ende der Geschichte, das finde ich, kann man dann wirklich für Stelle nach dem Komma aufheben. Vorher ist erstmal klar, dass das mit hineingehört, denn der Mensch ist nicht
die Geist-Seele, sondern er ist genau dieses Konkret und die Person. Eben hat das geheißen heute Nachmittag, wo ist der Tote? Natürlich ist der Leichnam nicht der Tote. Die Vorstellungen dieses Mitseins, die wechseln mit der Kultur. Nicht Sokrates will die Toten befragen, die germanischen Helden sind da auf der Jagd und beim gemeinsamen Mehl trinken. Die christliche Botschaft spricht auch in zeitgeprägten Anschauungsbildern, Hochzeitsmahl, Stadt aus Edelsteinen und so. Aber deutlich ist doch, dass die alle wussten, dass das Bilder sind, die sich miteinander widersprechen. Und wenn von den Entschlafenen die Rede ist und Paulus eigentlich schon gestorben sein will, dann will er ja beim Herrn nicht schlafen. Das ist ja völlig klar. Also muss man gucken, dass die das auch wussten, dass die Bilder sich da gegenseitig widersprechen. Das Problem ist nur, dass wir nicht genug Bilder für das Glück haben. Unsere Fantasie reicht besser für die Hölle. Und deswegen haben sie es ja auch bei Dante, sowohl im Text wie in den Bildern, natürlich ganz anders. Sie haben nur eben bei Botticelli natürlich und dann noch bei einem anderen Maler, bei Giovanni di Paolo, auch also die Herrlichkeit des Paradieses, sonst liegt die ganze Bucht. Und bei den Höllenvorstellungen, weil da unsere Fantasie offenbar unbeschränkt ist am Ausdenken von Qualen für jemanden. Wenn heute für Mittler eine neue Sprache für die Inhalte suchen, dann kommen natürlich auch nur Bilder heraus. Was soll anders sein? Bei Platon, woran liegt aber nun diese Endgültigkeit des Zeitlichen? Bei Platon kann man lesen, in Tat und Wahrheit ist es Gott, der allen seligen Ernstes wert ist. Der Menschen gegen ist nur ein Spielzeug in Gottes Hand und das eben ist das Beste an ihm. Wie dies zu verstehen sei, das kann man, glaube ich, wieder nur mythisch ausdrücken. Lewis beschreibt das wunderschön im Schluss seines Buches über den Schmerz, von dem Tanz, der dort geschieht, geführt von Logos selber, wo jeder den Ball des Selbst berühren darf, aber ihn dann weiterspielen muss. Und am Schluss sagt er, es ist Freude in diesem Tanz, aber er geschieht nicht um der Freude willen. Er geschieht nicht einmal um das Gute oder um der Liebe willen. Er ist selber Liebe und er selbst ist das Gute und also auch Glückseligkeit. Nicht er ist um unser Willen da, sondern wir um seinen Willen. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass der Tod das Schlimmste ist, das es gibt. Denn ohne Tod hätten wir das nicht. Unsere Weise, wie wir heute sterben, dass wir nämlich nicht wissen, ob wir uns nehmen lassen oder nicht. Das ist tatsächlich quälend und belastend. Aber das ist genau die Folge des Sündenfalls. Nochmal, wir können uns nicht geben. Die Menschen werden immer gesagt, solange man sich hingibt, hat man immer noch die Hand unter dem Tablett. Man muss sich genommen werden. Wir können uns nicht selbst geben, wir können uns nur uns nehmen lassen. Wieder das Medium. Und es ist eine Gnade, dass wir uns genommen werden. Also würden wir nämlich doch versuchen, uns festzuhalten. Ob das dann im Paradies geschehen wäre oder so wie es heute geschieht, das ist vollkommen wurscht. Na, nicht vollkommen. Aber es ist gegenüber dem Kern ist es tatsächlich wurscht. Sondern es geht darum, lasse ich mich mir nehmen oder nicht. Dass das nicht leicht fällt, ist klar. Die haben am Schluss der Apokalypse, da sitzen die Ältesten an ihren Kronen auf. Wofür haben sie denn die Dinger auf dem Kopf? Um sie abzunehmen. Und das gefällt ihnen natürlich nicht, wenn ich schon habe, will ich sie auch aufhaben. Nein, abgeben. Wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Einschließlich unser Selbst. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt kriegen zu können. Geht nicht um Helfen, die sie ergänzen oder so etwas. Was sein soll, ist Austausch. Und da wir uns nicht richtig geben können, sollten wir darauf vertrauen, dass wir uns genommen werden. Das ist die größte Gnade, die uns dann nochmal gemacht werden kann. Gott nimmt uns allerdings nur, wenn wir in irgendeiner Form zustimmen. Gewaltig nicht. Und er respektiert diesen Tod. Das ist ja ein bewegendes Wort bei Thomas, dass er da sagt, dass Gott mit dem Geist geschöpft magna cum reverentia umgeht. Mit äußerstem Respekt. Äußerste Hochachtung und Ehrfurcht. Schreibt er in der Summa Contra Gentiles. Wer wirklich Nein sagt, respektiert das Gott und gibt ihm die Kraft, endgültig Nein zu sagen. Natürlich. Er tut, was wir im Vater unser nur beten. Er tut unseren Willen. Die Frage ist, was wollen wir da nicht?
Schluss von Dorothee Devote sagt er, ich wünsche mir, was ich mir so wünsche, dass ich von deiner Herrlichkeit erfüllt werde. Gott sehen heißt sterben. Die Bibel ist voll von diesem Satz. Und die Bibel ist voll von dem Ruf nach seinem Angesicht. Und dann ist die Frage, wie hat man die Endgültigkeit zu denken, die Ewigkeit? Heißt Ewigkeit wirklich arriviert sein? Heißt Ewigkeit im Himmel wirklich angekommen sein, Komprehensor sein? So sind die Ausdrücke. Oder heißt es endlich sich benommen sein? Endlich frei auf diesem Weg, sich so geben zu können, dass diese Hingabe angenommen werden kann. Und gibt es ein größeres Glück als angenommenes Hingegeben sein? Ich danke für Ihre große Aufmerksamkeit. Kontrapunkt ist ja nicht etwas, das dem widerspricht, sondern Sie haben es selber auch in der schriftlichen Formulierung gesagt, es ist eine wesentliche Ergänzung zu dem, was wir bisher doch im Wesentlichen aus der Tradition her gedacht haben, nämlich ansetzend bei den Menschen als leibseelischen Wesen, über den Seelenbegriff, Geistbegriff, Unzerstörbarkeit und so weiter. Ihr Ansatzpunkt geht aus unmittelbar von der Person, von der dialogischen Situation, die natürlich Implikationen hat, die man auf dem Wege über Geist, Seele dann noch einmal anders darstellen kann, aber die doch das, was auf dem anderen Weg vielleicht nicht einlösbar ist, nicht erreichbar ist und auch gar nicht mehr weiter auszusprechen, wir haben das in dem vorherigen Vortrag ja auch schon, doch noch ein ganzes Stück weit weiter aufhält. Ganz herzlichen Dank auch dafür, dass Sie jetzt hier bleiben und noch also fast eine Stunde, jedenfalls bis zum Abendessen, bereit sind, Fragen zu beantworten. Ich lasse aber trotzdem aus Erfahrung eine kleine Pause für diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen davon überrascht waren, dass Professor Splett noch bleibt und ihre Fragen beantwortet oder auch gehen müssen. Also maximal 5 Minuten, dann geht es hier weiter.